Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns in Rift. Und zwar, um ganz genau zu sein, in Riften der Hauptstadt. Und da findet die Zirkelverschwörung statt. Die findet ihr, indem ihr einmal in den Kronenshop geht, auf Quests klickt und dann auf Prologe. Und dann immer ein wenig weiter runterscrollt. Und dann hier mit Lyris drin findet ihr die Zirkelverschwörung. Das ist der Prolog zu Greymoor. Den wollen wir jetzt spielen, bevor wir uns tatsächlich aufmachen in dieses Gebiet. Und hier hinten steht schon Lyris. Entseelte, ihr seid die Hilfe, die der Skaldenkönig versprochen hat. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass unsere Chancen wesentlich besser stehen. Trotzdem ist diese Bedrohung größer, als König Jorun sich das vorgestellt hat. Was ist die Bedrohung? Der Eiskapzirkel. Hexen, die direkt vor dem gewaltigen Riechkolben des Skaldenkönigs ihr Unwesen treiben. Und das ist nicht nur der übliche Unfug im Raik. Dessen bin ich mir sicher. Ich muss das näher untersuchen, doch allein schaffe ich das nicht. Was soll ich tun? Helft mir, den Zirkel ausfindig zu machen und seine eigentlichen Absichten aufzudecken. Zu zweit kommen wir schneller voran und können das volle Ausmaß dieser Bedrohung herausfinden. Das heißt, solange die Magie, die Joruns Zaubermeister mir gegeben haben, die versprochene Wirkung zeigt. Ich werde euch helfen, den Zirkel zu untersuchen. Wo fangen wir an? Trefft mich in Gradwald. Die Späher des Skaldenkönigs haben Mitglieder des Eiskapzirkels in der Nähe von Eberlauf gesichtet. Dort fangen wir an. Trefft mich bei dem Ausblick beim Tempel von Eldenwurz. Was die Magie angeht, darüber erzähle ich euch mehr, sobald uns keine neugierigen Blicke mehr folgen. Wie habt ihr vom Eiskapzirkel erfahren? König Jorun hatte mich losgeschickt, um eine plötzliche Zusammenballung von Stürmen im Meer der Geister zu untersuchen. Mindestens zwei Schiffe gingen in den eisigen Wellen unter. Der Eiskapzirkel war dafür verantwortlich. Ich deckte Hinweise auf, die nahelegten, dass er einen Angriff auf das Festland plante. Was für einen Angriff? Ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb müssen wir ja Nachforschungen anstellen. Doch wenn die Möglichkeit haben, nach Belieben verheerende Stürme heraufzubeschwören, dann stellt euch nur vor, wie viel Schaden sie damit in Dörfern und Städten anrichten können. Also, seid ihr aufbruchbereit oder braucht ihr Vorbereitungszeit? Erzählt mir vor unserem Aufbruch mehr über die Magie, die Joruns Zaubermeister bereitgestellt haben. Nicht so laut. Gebäude haben Ohren, besonders Gildenhallen. Ihr bekommt alle Einzelheiten von mir, sobald wir dort sind, wo wir hin müssen. Ich habe einen Wagen angeheuert, der uns hinbringen wird. Gibt es noch etwas, was ihr wissen müsst, bevor wir losfahren? Was habt ihr so getrieben, seit wir Molagbal besiegt haben? Wir haben Molagbal besiegt und die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Doch das Reich, das ich kannte, war tot und vergessen. Es gab nichts mehr, was ich für Waren oder Cyrodiil hätte tun können. Aber Himmelsrand gab es noch. Also kehrte ich heim. Was habt ihr in Himmelsrand gemacht? Was immer ich kann. Reisen. Mich um Widrigkeiten kümmern, sobald ich auf sie stoße. Meine Axt hatte viel zu tun, so viel steht fest. Größtenteils habe ich Jorun, dem Skaldenkönig, geholfen, indem ich einen Blick auf heikle Dinge werfe. So wie das hier mit dem Eiskapzirkel. Ich bin bereit, zum Treffpunkt zu gehen. Die Frage ist, wo ist dieser Treffpunkt jetzt? Achso, Lyris ist hier. Aber meine kleine Frage am Rande. Kommt mir das nur so vor oder ist die Stimme von Lyris irgendwie anders? Ich meine, es ist die Originalstimme, aber sie klingt irgendwie anders. Das ist der Ort. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich wüsste, was Raik-Hexen hier wollen, aber die Späher des Skaldenkönigs haben mich bislang noch nie auf eine falsche Fährte geschickt. Lasst uns herausfinden, ob sich die Reise hierher gelohnt hat. Was habt ihr so getrieben, seit wir Molagbal besiegt haben? Wir haben Molagbal besiegt und die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Doch das Reich, das ich kannte, war tot und vergessen. Es gab nichts mehr, was ich für Waren oder Cyrodiil hätte tun können. Aber Himmelsrand gab es noch. Also kehrte ich heim. Was habt ihr in Himmelsrand gemacht? Was immer ich kann. Reisen. Mich um Widrigkeiten kümmern, sobald ich auf sie stoße. Meine Axt hatte viel zu tun, so viel steht fest. Größtenteils habe ich Jorun, dem Skaldenkönig, geholfen, indem ich einen Blick auf heikle Dinge werfe, so wie das hier mit dem Eiskapzirkel.
So, Lyris, könntest du mir jetzt etwas Neues erzählen? Werdet ihr mir jetzt von der Magie erzählen, die König Joruns Zaubermeister bereitgestellt haben? Dazu wollte ich gerade kommen. Ich habe in Eiskap zwei der Medaillons aufgesammelt, die die Hexen trugen, damit die Zaubermeister des Galdenkönigs sie näher untersuchen können. Die Zaubermeister stellten fest, dass der Schmuck von Magie durchdrungen war. Doch sie konnten nicht sagen, welchem Zweck diese dient. Wie soll uns das helfen? Die Zaubermeister des Galdenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Jeder von uns kriegt eines. Hier, sie sollen uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und seht selbst, was dann geschieht. Mit dem Medaillon herumwedeln? Wenn ihr das so sagt? Seht mich nicht so an. Nord sind nicht gerade dafür bekannt, tolle Magier zu sein. Es ist sehr gut möglich, dass das, was die Zaubermeister des Galdenkönigs versucht haben, nicht klappt. Oder das Ding könnte explodieren. Haltet das Medaillon hoch und seht, ob es funktioniert. Also wenn das Ding explodiert, sollte ich es vielleicht nicht zu nah an meinen Herzen oder meinen Kopf halten. Was sollten wir von diesem Medaillon erwarten? Die Zaubermeister des Galdenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Er sollte uns zu Magie führen, ja, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und sieht selbst, was dann geschieht. Also irgendwie haben die immer nur die gleichen Sachen genommen und das dreimal abgespielt in diesem Dialog. Ist schon ein bisschen seltsam. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Kann ich das nur da vorne machen? Außerhalb? Hä? Ne? War doch gerade da. Da. Basti, ich verfluche dich. Es hat geklappt. Folgt diesem Pfad. Ich nehme den anderen. Wie, ich nehme den anderen? So haben wir aber nicht gewettet hier. Komm, reiten wir mal ein Stück. Ja! Ich wollte gerade sagen, das war aber nicht da. Ja! Etwas gefunden? Irgendwas höre ich hier doch. Ich glaube, hinter dem Baum. Lyris, wo versteckst du dich? Warum bist du da hinten? Wenn ich hier vorne was untersuche. Und? Habt ihr etwas gefunden, was uns helfen wird, den Eiskap-Zirkel ausfindig zu machen? Das Medaillon führte mich zu diesen verbrannten Leichen. Bei einer fand ich diese verkohlte Notiz. Ich wurde an einen ähnlichen Ort geführt. Verdammte Hexen. Ganz gleich, welches Spiel der Eiskap-Zirkel auch spielt. Wir müssen ihm ein Ende machen. Vorzugsweise mit zahlreichen Heben meiner Axt. Lasst mich einmal diese Notiz sehen, die ihr gefunden habt. Die einzigen Worte, die ich entziffern konnte, waren eine gewinnbringende Gelegenheit. Ach, nun, das ist keine Hilfe. Zum Glück haben Joruns Späher in ihrem letzten Bericht ein paar interessante Orte genannt. Lasst sie mich auf eurer Karte markieren. Setzt das Medaillon ein, sobald ihr einen dieser Orte erreicht und findet heraus, wohin euch die Magie führt. Ich schließe dann zu euch auf. Ich werde sehen, ob ich an diesen Orten irgendetwas in Erfahrung bringen kann. Erst Eisstürme, jetzt Feuer. Bleibt auf der Hut. Der Zirkel zögert nicht, jeden zu töten, der ihm zu nahe kommt. Ja, das ist ja allseits bekannt. Die Orte sind aber nicht hier auf der Karte, wenn ich das richtig sehe. Oder doch ganz unten in der Ecke, wo ich nicht wirklich hingucken kann. Na gut, kann man es jetzt auf der Karte sehen? Jetzt kann man es auf der Karte sehen. Da werde ich mal hier unten hinreisen, da wo dieser Baum hier zu sehen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe von dem Dorf. Aber wir sind trotzdem relativ in der Nähe unseres Zielortes. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo das ist. Also, da müssen wir hier durch. So, jetzt ist die große Frage. Okay, die hat sich gerade selbst beantwortet.
zerknüllte, blutige Notiz. Und wir sollen irgendeiner Fährte folgen. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Folgt der magischen Fährte. Welcher magischen Fährte? Moment, da hinten ist... eingezeichnet ist es hier drin nicht, aber da hinten ist auf jeden Fall... Geht zum markierten Ort. Ja. Auf jeden Fall irgendein Ziel, wo wir hin sollen. Ach, jetzt sehe ich es. Hier unten ist der markierte Ort, da wo auch der Fürst ist. Ja, super. Da soll man erstmal hinkommen. Ja. Ist nochmal dahinter. Ist es doch hier am Strand? Muss ja. Ja, toll. Bumm. Und wir laufen die ganze Strecke nochmal. Diesmal aber mit einem Wegweiser, der nicht erscheint. Achso, der da hinten hinführt. Hallo? Ihr Narren! Unsere Angelegenheiten gehen euch gar nichts an! Noch was? Aber ich sehe gerade, bevor wir da irgendetwas machen, gehen wir hier mal ganz schnell an die Scherbe. Die nehmen wir dann nämlich auch nochmal kurz mit. Hier liegt noch ein Buch. Das dürft euch natürlich auch wieder wie immer gerne durchlesen. Sprecht mit Lyris. Aber wo ist Lyris? Das wird nicht reichen, um Lyris Titankind zu Fall zu bringen. Ach, da hinten. Ich sehe sie, ich sehe sie. Lyris, warum versteckst du dich immer so weit weg? Warum bist du nicht da, wo ich bin? Komm, das nehmen wir auch noch schnell mit. So. Nichts bringt das Blut besser in Wallung als eine kleine Schlacht. Aber ich bin überrascht, dass wir uns keinem größeren Widerstand gegenüber sahen. Der Zirkel muss beschäftigt sein. Ein Kampf gegen Vampire hatte ich allerdings nicht erwartet. Habt ihr etwas Spannendes an den Orten gefunden, die ich auf eurer Karte markiert hatte? Ich habe bei einem seltsamen Blutunhold eine weitere Notiz gefunden. Ein Blutunhold? Denen läuft man in diesem Teil der Welt für gewöhnlich nicht über den Weg. Lasst mich die Notiz einmal sehen. Da ist schon wieder dieses Wort gewinnbringend. Und was ist das von wegen einem einfachen Ritual? Hört sich für mich nach Umtrieben des Zirkels an. Habt ihr sonst noch etwas zu berichten? Ich habe dieses Teil eines Ritualgegenstands gefunden. Mir gefällt nicht, wie das aussieht. Es fühlt sich falsch an. Die Zaubermeister des Galgenkönigs werden das untersuchen wollen. In der Zwischenzeit müssen wir herausfinden, was der Zirkel vorhat. Wie fügen sich Rituale, Vampire und Blutunholde in seinen Plan ein? Irgendeine Idee, wo wir als nächstes hingehen? Da wäre nur diese eine Sache. Eine Notiz von einem Händler namens Gohard Eisenwanst. Die habe ich bei diesen Vampiren gefunden. Eisenwanst liefert offenbar etwas, was der Zirkel braucht, aber die Notiz nennt keine Einzelheiten. Da steht, dass wir ihn in einem Gasthaus in Riften finden, im verdorrten Baum. In Ordnung, ich bin bereit, nach Riften aufzubrechen. Das ist in der Notiz stand, Eisenwanst wäre im Gasthaus zum verdorrten Baum, hier lang. Ja, dann komm. Wenn ich ihn finde, weide ich ihn aus. Kannst du gerne machen, nachdem wir mit ihm gesprochen haben. Wir ihm mit einigem Abstand, bis er uns zum Zirkel führt. Okay. Abstand halten und verfolgen. Mache ich. Lyris? Ach da! Hab ich gar nicht gesehen. Die Notiz von Eisenwanz deutete an, dass er sich mit dem Zirkel treffen wird, sobald er irgendein Geschäft in diesem Gasthaus erledigt hat.
Tut nichts, was ihn alarmieren könnte, sobald er hier eintrifft. Der Händler soll vollkommen entspannt sein, wenn er zu dem Treffen mit den Hexen aufbricht. Was soll ich tun, sobald er hier eintrifft? Schlendert einfach ein bisschen herum und versucht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ehrlich gesagt ist mir der direkte Ansatz eigentlich lieber, aber wir müssen hier vorsichtig vorgehen. Wenn er geht, kann er uns geradewegs zum Zirkel führen. Alles klar. Ich halte mich zurück und komme niemanden in die Quere. Ah, gute Echse. Ich nehme einen Humpen eures feinsten Ales. Und was haben wir hier? Ihr seid eine propere Maid. Darf der alte Eisenwanst euch einen ausgeben? Was sagt ihr? Nein, kein Interesse. Kein Interesse? Gohard Eisenwanst gibt sich nie mit einem Nein zufrieden. Verschwindet, kleiner Mann, bevor ich euch zerbreche. Ich bitte um Entschuldigung. Die Dinge werden anders laufen, sobald diese Hexe ihr Versprechen einhält. Komm mit, Basti, wir müssen jemanden folgen. Er geht ja noch langsamer als ich. Na? Ja, Basti, la 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 la. Behalt ihn gut im Auge, sag mir, wenn er weitergeht. Okay. Ja, ich brauche keine Waren. Ich muss nur jemanden beschatten. Ich habe hiervon nun mehr als genug. Na? Ich muss ihn zumindest noch sehen. Steht er da einfach nur rum oder was? Ne, jetzt geht er nach links. Aha. Erkundet den Rattenweg. Die große Frage ist, sind damit die Banditen gemeint, die hier rumlaufen, oder sind echte Ratten damit gemeint? Anscheinend sind auch echte das Ratten damit gemeint. Immer. Wer einer Ratte folgt, landet in der Kanalisation. Ja, leider. Warum muss es in der Kanalisation eigentlich immer so stinken? Wenn wir Eisenwanst finden, schlage ich ihm den Kopf dafür ein, dass er uns heruntergezerrt hat. Man wird meine Rüstung ja nie mit einem Bett aus Rosen verwechseln. Aber dieser Duft hier harrt so hartnäckig an einem aus, wie Tane Jeggi in der Methalle. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Ihr seid Eisenwanst gefolgt, ich bin euch gefolgt. Kommt! Finden wir diesen schleimigen Händler und sehen wir nach, was er dort unten treibt. Meint ihr, er trifft sich dort unten mit dem Eiskapzirkel? Diebe und Mörder sind nicht der einzige Abschaum, der den Rattenweg bevölkert. Der örtliche Jarl versiegelt immer wieder die Eingänge, doch die bleiben nie lange zu. Dieser Ort würde den perfekten Unterschlupf für den Zirkel abgeben. Achtet dort unten darauf, wo ihr hintretet und versucht, nicht in irgendwelche Fallen hineinzustolpern. Ja, sind wir denn hier bei DBD oder was? In irgendwelche Fallen. Den Fallenstelle hatten wir zuletzt. Hinterlistiger Bastard. Oh. Lyris? Das Tor hat sich geschlossen. Wartet nicht auf mich. Findet Eisenwanst. Okay. Frage ist nur wo. Ich denke mal, dass ich dann hier durch muss. Ja, genau. Und da muss ich nach unten. Hallo, Rattchen. Alles Vampire hier unten. Ja gut, da kann man dann natürlich auch irgendwie verstehen, dass die nicht an der Oberfläche sind.
bist du denn? Achso, Todeshunde. Ich dachte gerade, da stehen Löwen. Ist man euch gefolgt, Eisenwanst? Natürlich nicht, Schwester Balra. Meine Vorsicht ist legendär. Und wurden die von mir erbetenen Maßnahmen getroffen? Die Flugzettel wurden bereits verteilt. Und was ist mit eurer Freundin mit den Fängen? Leider beschäftigt. Ihr habt mir eine Verwandlung versprochen. Haltet unsere Abmachung ein, sonst erfährt der Jarl hiervon. Ihr tut nichts dergleichen. Oh. Begierige Narr war nicht länger nützlich. Weg war sie. Hier. Lyris, ich habe Neuigkeiten. Gewinnbringende Gelegenheit in Ostmarsch. Eine gewinnbringende Gelegenheit bietet sich tüchtigen Arbeitskräften mit kräftigen Rücken und guter Konstitution, die sich eine großzügige Menge Gold verdienen möchten. Kommt zum grinsenden Horker, ein Gasthaus im Nordwesten von Ostmarsch. Folgt einfach dem Bergpfad westlich der Voljar-Metkellerei. Alle fähigen Hände und Interessenten sind willkommen. Endlich! Dieser Ort ist ein Labyrinth aus... Wartet! Was ist geschehen? Er ist tot, Lyris. Ich hoffe, er hat euch etwas erzählt, bevor ihr ihn getötet habt. Nee. Und was ist geschehen? Kamt ihr zu nah heran? Hat er euch angegriffen? Ich habe ihn nicht getötet. Er stritt sich mit einer Frau, die er Schwester Balra nannte. Sie hat ihn ermordet. Verdammt! Das muss eine der Hexen vom Eiskap-Zirkel gewesen sein. Wisst ihr, wo sie hin ist? Dieses Flugblatt erwähnt ein Gasthaus in Ostmarsch. Das bringt uns zwar nicht viel weiter, aber mehr haben wir nicht. Ich treffe euch bei dem Wagen vor der Stadt. Ich treffe euch am Wagen. Ja, und den Wagen müssen wir aber trotzdem noch selber finden. Geh mal zur Seite, Lyris. Du bist mir hier zu langsam. Verstehe auch nicht, warum die immer so langsam sind. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ja, Basti, alles gut. So, wir müssen einmal hier über die Brücke. Hätte ich vielleicht auch reiten können. Ja! Da vorne wartet Lyris mit einem Wagen. Da ist ein Wagen, aber... Achso, da ist jetzt Lyris. Dass du mal auftauchst wie von Geisterhand, Lyris. Wie machst du das? In Ordnung. Der Wagen ist bereit. Nun erzählt mir, was ihr sonst noch unten auf dem Rattenweg gefunden habt. Ich habe Eisenwanz dabei belauscht, wie er ihr davon erzählte, dass die Flugblätter verteilt wurden. Ich fand eins davon bei seiner Leiche. Lasst mich das mal sehen. Eine weitere gewinnbringende Gelegenheit. Doch diesmal wissen wir, wohin sie die Leute führen. Zu einem abgeschiedenen Gasthaus irgendwo in Ostmarsch. Habt ihr sonst noch etwas gehört, was ich wissen müsste? Eisenwanz sagte etwas über eine Vampirin. Er wollte, dass sie ihn zu einem Blutsauger macht. Eine Vampirin, die mit dem Zirkel zusammenarbeitet? Das würde die sonderbaren Blutunholder auf dem Rattenweg erklären. Darüber machen wir uns später Sorgen. Für den Moment müssen wir nach Ostmarsch und diese Hexe finden. Oh, bevor wir aufbrechen, nehmt dies. Ihr habt es euch verdient. Der Wagen wird uns zum grinsenden Horker in Ostmarsch bringen. Hüpft an Bord und es kann losgehen. Ich will dem Zirkel nicht einen noch größeren Vorsprung geben, als er ohnehin schon hat. Was glaubt ihr, werden wir im grinsenden Horker finden? Antworten hoffe ich. Das ist schließlich die Mission für Jorun, den Skaldenkönig, zu der ich mich bereit erklärt habe. Die Hexen des Eiskap-Zirkels haben auf jeden Fall etwas vor, wenn sie nichtsahnende Leute mit Versprechungen von Gold anlocken. Wir haben gesehen, was an diesen Ritualstätten geschehen ist. Ihr glaubt, die Leute, die auf das von uns gefundene Flugblatt antworten, schweben in Gefahr? Sich in eine entlegene Region von Ostmarsch locken lassen, um dort höchstwahrscheinlich noch mehr von diesen seltsamen Ritualen unterzogen zu werden? Wenn das nicht nach Gefahr schreit, wüsste ich nicht, was es sonst tut. Werdet ihr mich begleiten, meine Freundin? Ich wüsste eure Hilfe bei dieser Angelegenheit zu schätzen.
Ich werde mit euch zum Gasthaus zum grinsenden Hawker gehen, Lyris. Falls ihr bereit seid, zum grinsenden Hawker zu reisen, so klettert an Bord des Wagens. Ehe ihr es euch verseht, sind wir in Ostmarsch. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, wo wir hier einen kleinen Cut machen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.